wir mal bei Food Prep reinschauen. L-Chips. Mal gucken, was wir da machen können. Join the Glamrock Concessions Team und bekommen Food Prep Star. Oh, das klingt nach mir. Das Sternchen am Horizont dieser Fast-Food-Verarbeitungskette. To your new career in food service. Grüß dich. So simple a human can do it. Was stimmt mit dir nicht? Du solltest das ärztlich überprüfen lassen. I'm only going to say this once. Step 1. Ja. You will receive an order which tells you what food to prepare. Okay, okay, okay. Da Step oben kommt two, der Order. Make that food. Ja. Ja. Step 3. Place the food on the serving tray. Aha. Nicht küssen. 4. Ring the bell when the food is ready to be delivered to a hungry guest. Okay, alles klar. Oder Food machen, Food hinstellen, klingeln. And the cycle repeats for the rest of your life. Ja, ja, ja. Until you get old and are replaced by someone younger. Get the orders right or you will be severely reprimanded. Nicht mich ersetzen. You have been adequately trained. Now prepare for the dinner. Bitte, rush. Ihr dürft nie wieder einen anderen rothaarigen YouTuber abonnieren. Versprecht mir das, Alter. Nicht mich durch einen jüngeren, sexier Chef ersetzen. Das halte ich nicht aus, Alter. Während ich im Altersheim vor mich hingammle und von alten Zeiten erzähle, an dem Freddy Fazbear noch cool war. Bohnen. Okay, okay, ich habe hier Bohnen. Ich habe hier eine Kelle. Ich habe. Sind das Bohnen? Das sieht so lecker aus, Alter. Das sind keine Bohnen! Roxy's Nachos? Achso, warte mal. Stimmt, das sind zwei Sachen. Bitte nicht umbringen. Bitte nicht umbringen. Nein, es stapelt sich. Kann ich bitte die Nachos? Bitte, bitte, bitte. Wie mache ich das? Ah! Okay, eine Frage. Wie kriege ich diese Nachos in dieses Behältnis? Weil wenn ich das da hinstelle und den Knopf drücke, passiert nichts. Du wartest nur drauf, mich umzubringen, oder? Ich kann das verstehen, aber das löst das Nacho-Problem immer noch nicht. Hey, Digga, ey, zeig dieses Video niemals dem Gesundheitsamt. Das geht in die Hose. Das kann man jetzt auf mehrere Ebenen interpretieren, ja. Warte mal, wenn ich das da reinmache und dann irgendwie ein bisschen Belag, ein bisschen Pepperoni auf meine Bohnenpaste, nee? Okay, dann fuck you. Oh, what? Oh mein Gott, ich liebe das. Die nehme ich mit nach Hause. Die wird heute vom Arbeitsplatz verschwinden, ich sag's dir. Ein Becher Senf kommt sofort. Ach so, da darf nichts drinne sein. Oh mein Gott, sag das doch. Hier, bitteschön, gib mir den Becher zurück, das ist meiner. Hier. Wie jetzt, das war falsch. Ach so, die Bohnen, tschüss. Oh mein Gott, hier. Hey, muss das irgendwie aufmachen oder so? Ich weiß es nicht. Ist das blöd? Oh mein Gott, ich hab's verstanden. Entschuldigung. Es hat eine Weile gedauert. Okay. Korn? Das hier muss doch Mais sein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, gib das her. Gib das her. Ah! Ey, jetzt hab ich's endlich verstanden. Ist okay, ist okay. Das wird ja hier eine sportliche Aktivität. Meine Güte, hätte ich gar nicht mitgerechnet.